17. Juni 1503. Heute kam mir wieder unwillkürlich jene Begegnung mit dem alten Seefahrer in den Sinn, die mein Leben auf so eindrückliche Weise geprägt hat. Ich erinnere mich an jedes Wort, als sei es erst gestern geschehen. Ich wollte hinaus aufs Meer. Als unser Schiff den Hafen verließ, war ich fast fiebrig angesichts der knisternden Spannung, die in der Luft lag. In den folgenden Monaten sah ich uns bereits ferne Gestade anfahren und Gegenden von atemberaubender Schönheit erkunden. Ein lauter Schrei ließ mich eines Tages jäh aus meinen Träumen aufschrecken. Seeungeheuer! Was sich da vor unseren Augen im Wasser entfand, war die schrecklichste Kreatur, die ich jemals erblickt habe. Und das Blut gefror in unseren Adern, als das Ungeheuer einen meiner Männer mit sich in die Tiefe riss. Als sei dieses Unglück noch nicht Prüfung genug, suchte uns Tage später ein furchtbares Unwetter heim. Und wir beteten zum Herrgott, dass er uns bald erlösen möge. Als der Sturm Tage und Nächte lang gewütet hatte, übergab er uns endlich wieder ruhigeren Gewässern. Ja! Land in See! Diesmal war der Schrei des Ausgucks eine Erlösung. Endlich waren wir am Ziel. Warum sollten wir euch glauben? Ganz recht. Nun, überzeugt euch selbst. Ich habe eine genaue Karte von dem Gebiet angefertigt, in dem wir anlegten. Wir beluden die Planwagen, um von dort mit unserem gesamten Hab und Gut ins Landesinnere zu gelangen. Als wir schließlich einen Landstrich entdeckten, der brauchbar aussah, begannen wir mit der Besiedlung. Unsere Städte wuchsen rasch und gewannen an Größe und Ansehen. Auch der Handel begann zu florieren. Hier endete damals die Erzählung. Den Talisman des alten Seemanns hütete ich wie einen Schatz und setzte alles daran, es ihm gleich zu tun und ferne Länder zu entdecken. Viele Jahre mussten noch ins Land gehen, bis ich als Kapitän mein eigenes Schiff befehligte. Leinen los, bereit zum Ablegen. Im Januar lichteten wir den Anker. Wir sind nun schon Monate auf See und hoffen, bald Land zu sichten.